Es war einmal ein Ring. Im 11. oder 12. Jahrhundert diente er einer slawischen Frau als Kopfschmuck. Und als sie gestorben war, legte man ihr den treuen Begleiter als Beigabe mit ins Grab. Doch hier endet die Geschichte nicht, sondern sie beginnt erst. Denn etwa 1000 Jahre später kam der Ring wieder zum Vorschein, wie Susanne Schöne vom Sächsischen Landesamt für Archäologie zu berichten weiß. Das sind auch Altgrabungen, die schon 1993, 94 stattgefunden haben in Dobranitz. Da gibt es in der Nähe auch zwei Wallanlagen in Koblenz und Dobranitz selber. Und da ist in der Nähe beim Sandabbau, wurde da auf ein Gräberfeld gestoßen. Das ist auch schon mehrphasisch belegt, also nicht erst in der slawischen Zeit, aber aus dieser Zeit haben wir dort mehrere Hügelgräber und auch Körpergräber. Und aus denen wurden eben Schläfenringe unter anderem geborgen und die sind auch mit eingescannt worden. Der kleine Ring aus Dobranitz spielt nämlich eine wichtige Rolle in einem Projekt, welches das Landesamt derzeit mit mehreren Partnern aus Deutschland und Polen durchführt. Es steht unter dem Motto 1000 Jahre Oberlausitz, Menschen, Burgen, Städte und beleuchtet verschiedene Aspekte der gemeinsamen Geschichte. Dazu zählt auch die slawische Besiedlung der Oberlausitz. Und dabei begegnen sich uralte Historie und modernste Technik. Ja, der 3D-Scan wird durch das Landesamt für Archäologie, also unter dem archäologischen Gesichtspunkt, umgesetzt und bezieht hauptsächlich frühmittelalterliche Funde ein. Ort des Geschehens ist das 3D-Scan-Labor am Sitz des Landesamtes in Dresden-Klotzsche. Hier sorgen Cornelia Pönitz und ihre Kollegen dafür, dass Wissenschaftler und interessierte Laien einen ganz neuartigen Blick in die Vergangenheit werfen können. Doch wie funktioniert das? Also wenn ich ein Fundstück erhalte, dann schaue ich mir das erstmal an, wo liegen die Besonderheiten und die Probleme. Danach lege ich ihn unter den Scanner. Und wenn ich den Scanner dann ausgerichtet habe auf das Objekt, mache ich von einer Seite eine Runde von mehreren Scans. Die werden dann berechnet und zusammengefügt. Dasselbe passiert mehrfach und von allen Seiten, um einen möglichst kompletten Scan zu erhalten. Der Scanner oder genauer Streifenlichtscanner wirft ein fächerförmiges Muster aus immer schmaler werdenden hellen und dunklen Flächen auf das Objekt. Nach einer 90-Grad-Drehung des Tellers beginnt das Spiel von vorn. Doch so einfach, wie das vielleicht klingt, ist dieser Vorgang keineswegs. Denn auch die modernste Technik hat ihre Tücken. Und so muss Cornelia Pönitz noch eine umfangreiche Nachbearbeitung durchführen. Wenn es zu Problemen kommt, wie bei meinen Objekten, die eher glänzen, weil sie aus Silber bestehen oder so, dann muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Da entsteht dann Messrauschen, was durch die falsche Reflexion so kleine Spitzen bringt. Und sowas bereinige ich dann, aber nur im Mindestmaß. Der fertige Scan steht weltweit allen Interessierten zur Verfügung. Er kann am Bildschirm gedreht, vermessen, unterschiedlich beleuchtet und in vielfältiger Weise untersucht werden. Vor allem aber... Man kann natürlich das Objekt auch ausdrucken und das eben auch nutzen für verschiedene Varianten. Eben auch, dass man es auch mal in die Hand nehmen kann. Und so sendet Cornelia Pönitz die Objektdaten an das vom Löbau lebt e.V. betriebene Makerspace Geistesblitz, wo ein umfangreiches Arsenal an 3D-Druckern zur Verfügung steht. Zur Demonstration wird der Schläfenring in doppelter Größe ausgedruckt. Schicht für Schicht wachsen die Ringbögen empor, der massive Quader in der Mitte dient als Stützkörper. Der Druckvorgang dauert etwa 40 Minuten, allein die Öse nimmt 10 Minuten in Anspruch. Im Anschluss müssen noch der Stützblock sowie feine Fäden, die der Kunststoff geworfen hat, entfernt werden. Das zweite Leben des Rings von Dobranitz, es hat begonnen. Ja, es wird.